Im Oktober 2003 wurde der Naturpark Mürzer Oberland gegründet. Seitdem hat sich sehr viel getan. Lassen Sie uns gemeinsam heute einen Blick auf dieses Naturjuwel direkt vor unserer Haustür werfen und bleiben Sie dran beim Gespräch mit dem Geschäftsführer Andreas Steininger. Herzlich willkommen bei TV Mürz. Herzlich willkommen beim Gespräch mit dem Geschäftsführer des Naturpark Mürzer Oberlands, Andreas Steininger. Schön, dass Sie da sind. Schönen Nachmittag. Ja, wir haben gehört schon in der Anmut, vor knapp 20 Jahren, 19 sind Sie heuer eigentlich, 2003 im Oktober wurde der Naturpark Mürzer Oberland gegründet. Was waren eigentlich die Beweggründe dazu? Ja, großteils war es natürlich schon ein bisschen ein touristischer Hintergrund, wobei man das Touristische nicht falsch verstehen darf. Kein klassischer Tourismus, sondern Regionalentwicklung. Wir wissen alle, dass das Mürzer Oberland ist natürlich eine periphere Region, kämpft natürlich so wie alle peripheren Regionen immer wieder mit Abwanderung, ähnlichen Problemen. Und da hatten damals die vier Bürgermeister, damals waren es noch vier Gemeinden, hatten die Idee, wir müssen was gemeinsam tun, über alle Parteigrenzen hinweg, und haben sie dann eben zusammengesetzt und den Naturpark gegründet. Der Naturpark ist ja eine Prädikatisierung, also es kann nicht jeder daherkommen und sagen, wir sind jetzt auf einem Naturpark, sondern es muss vom Land prädikatisiert werden. Und dieser Weg war ein langer. 1996 wurde begonnen damit und 2003 war es dann soweit. Die vier Gemeinden waren damals Neuberg, Altenberg, Mühlsteg und Kapellen. Okay, genau. Ja, jetzt ist alles Neuberg. Jetzt ist alles Neuberg, ja. Ja, das ist aber nicht die einzige Veränderung, sondern es ist wirklich, also die sind zusammengewachsen und der Naturpark ist auch gewachsen. Es gibt zum Beispiel 2 Naturpark-Schulen, 3 Naturpark-Kindergärten, 10 Naturpark-Vermittlerinnen und mehr als 30 Nächtigungsbetriebe. Also da sieht man schon, dass das in diese Region, in welchen Bereiche, dass das alles hineingeht. Also das heißt in Bildung, Natur und Tourismus. Also das ist schon ein relativ großes Themenfeld. Ja, Sie haben eigentlich mit diesen Sachen eigentlich schon alles genannt. Die Bildung ist ein wichtiger Pfeiler für den Naturpark, die Naturparkschulen, der Naturpark-Kindergärten, dann die ganze Naturvermittlung, der Naturschutz, das ist ja eigentlich die Basis für dieses Ganze. Ja. Der Tourismus an und für sich, wobei es da in Richtung eher Erholung geht, also nicht klassischer Massentourismus mit tausenden Nächtigungen. Die Betriebe sind ja relativ klein strukturiert. Ja. Also diese ganze Sache und die Regionalentwicklung, das war eigentlich der Urgedanke, eben die Region weiterzuentwickeln, nicht stehen zu bleiben. Und das sind eben diese Säulen, die den Naturpark ausmachen. Also der Naturpark ist kein Tourismusverband. Das wird oft verwechselt. Das ist ein Teil davon, ein kleiner Teil, aber sehr wichtig sind eben Regionalentwicklung, Bildung und als Basis der Naturschutz. Man glaubt ja immer, der Naturpark, entweder Tourismusverband oder der Naturpark, das ist jetzt Schneealm und Rax. Da ist aber ganz, ganz viel, viel mehr dahinter und manchmal vergisst man, welches Juwel eigentlich man da direkt vor der Haustür hat. Oder vielleicht weiß man auch gar nicht, was da alles passiert. Das Gespräch heute ist ja dazu auch ein bisschen nützlich sein, dass man sagt, okay, schau mal, da gibt es wirklich ganz, ganz viele Sachen. Und gerade in Zeiten des Klimawandels finde ich es ganz beachtlich, dass der erste Erlebnispfad zum Thema Klimawandel eigentlich in Altenberg ist, oder? Das ist richtig. Das war früher die Aquazelle. Das war so ein Art Wasserthemenweg. Und da, der war dann in die Jahre gekommen, so 2016, 2017. Und da ist dann die Idee entstanden, das Thema Klimawandel, Klimakrise ist ja immer mehr virulent geworden, ist die Idee entstanden, da könnten wir dazu was machen. Und 2018 wurde der dann eröffnet mit vom Bundespräsidenten Dr. Van der Bellen. Und das war eigentlich zu der Zeit und ist eigentlich heute noch wirklich der erste Themenweg Österreichs zum Thema Klimawandel, ist in Altenberg an der Rax und hat den Riesenvorteil, dass er wirklich für Familien leicht begehbar ist. Also das ist jetzt keine schwere Bergtour. Sie haben es ja vorher angesprochen, Rax, Schneealm sind immer so die Aushängeschilder, aber das sind natürlich schon Berge, wo man wandern muss, wo man bergsteigen muss. Der Klimawandelweg ist definitiv ein besserer Spazierweg, der ja teilweise sogar mit Kinderwagen bewältigt werden kann. Wie kann man sich das vorstellen? Gibt es da verschiedene Stationen?
Genau, es gibt 14 Stationen, verschiedenste Stationen, wo einfach den Menschen, speziell natürlich den jungen Menschen, Kindern, Schulklassen, ist sehr beliebt, dass die den Weg gehen, wo man vermittelt, was bewirkt der Klimawandel, bewirkt er in der Vegetation, bewirkt er bei den Tieren, bewirkt er beim Wald und so weiter. Also diese ganzen klassischen Themen, die diese Klimakrise eigentlich jetzt ausmacht, die wir täglich sozusagen auch in allen Medien mitbekommen, das wird dort vermittelt. Das heißt, ich kann dorthin fahren, ich brauche jetzt auch keinen Führer, sondern ich kann hinfahren, alles leicht beschildert und kann mir selbst das Bild und diese Information holen. Genau, wir haben einen eigenen Folder dafür aufgelegt und für Schulklassen, zum Beispiel für die Lehrer, gibt es ein 36-seitiges Büchlein dazu, wo wirklich auch dann wissenschaftlich darauf eingegangen wird. Das ist aber jetzt nicht für die breite Masse gedacht, sondern das ist wirklich, wenn sich jemand mit einer Schulklasse näher beschäftigen will damit. Ja, bevor wir weiter wandern im Naturpark Mürzoberland, werfen wir einen Blick in die Region, was sich da alles getan hat und ja, schauen Sie selbst, es gibt tolle Beiträge. Aus einer alten Villa wurde nun die Kinderbetreuungseinrichtung Wirbelwind. Die im Jahr 1912 erbaute Steingrabenvilla konnte von den Eigentümerfamilien Kreischek und Beiduch um 1 Million Euro adaptiert werden. Das Gebäude beherbergt seit kurzem einen Kindergarten und erstmals in Mürzzuschlag auch eine Kinderkrippe. Wir können heute eröffnen. Es ist in Betrieb. Die Bevölkerung hat im Herbst noch die Gelegenheit, bei einem Tag der offenen Tür das Haus zu besichtigen. Es hat alles wunderbar funktioniert. Wir sind um eine Einrichtung reicher und wir sind mehr oder weniger ausgebucht. Also das war ja die Sorge, ob genug Nachfrage ist. Es ist genug Nachfrage. Fürs Krankenhaus wichtig, für die KAGES wichtig. Ich bedanke mich noch einmal für die gute Zusammenarbeit und für die Gemeinde wichtig und ich freue mich sehr. Dieses Projekt wurde schon seit 5 Jahren eigentlich verfolgt, weil ja die Kinderbetreuung immer mehr in den Fokus der Gesellschaft gerückt ist. Die Zeit war aber erst voriges Jahr reif, wie die Zusammenarbeit mit der KAGES und mit der Stadtgemeinde mit Zuschlag definiert wurde. Und das war natürlich die Grundlage für die Umsetzung dieses Projektes. Es ist vor allem ein wunderbarer Tag, wenn man ein Projekt beginnt, vor 2-3 Jahren. Mit einigen Unwägbarkeiten, mit einigen Rätseln, mit einigen Fragen und dann sieht man dieses wunderbare Ergebnis, der Weg, den wir gemeinsam mit der Gemeinde begangen sind. Und gerade mit einem starken, guten Partner, mit einem verlässlichen Partner ist es möglich, dass man die Lasten teilt. Es geht ja auch um die Betreuungszeiten an den Randzeiten, wo wir gerade in unserem Bereich sehr, sehr viel Bedarf haben und das gemeinsam mit der Gemeinde, mit einem starken, guten Partner abzufedern. Und das ist sowohl für die KAGES als auch die Gemeinde mit Zuschlag eine absolute Win-Win-Situation. Eine erfreuliche Situation ergibt sich also besonders für das Personal der Krankenanstaltengesellschaft, da sich sowohl das Krankenhaus als auch das Landespflegezentrum in unmittelbarer Nähe befinden. Die Kinderkrippe wird mit 2 Gruppen geführt, eine weitere Gruppe besteht im Kindergarten. Wunderbar. Ich bin total dankbar und froh, dass wir das bekommen haben. Es ist eine so wichtige Einrichtung für die Eltern, für die berufstätigen Eltern, wo beide arbeiten müssen, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können und die Kinder so schön untergebracht sind. Ich finde es total schön, dass wir eine weitere Kinderbetreuungseinrichtung eröffnen durften. Der Bedarf ist da. Unsere 4 Kindergärten und der Hort sind eigentlich ausgelastet. Wir haben rund 230 Kinder im heutigen Kindergartenjahr und aufgeteilt auf 14 Gruppen, 2 davon im Hort, die restlichen 12 auf die 4 Kindergärten in Mürzzuschlag. Es hat vor einigen Jahren eine Bedarfserhebung gegeben, was die Qualität unserer Kinderbetreuung betrifft und sie war sehr zufriedenstellend. Gefehlt haben uns die Krippenplätze und die haben wir jetzt seit Montag dabei und ich denke, besser geht's nicht. Derzeit kümmern sich 9 Pädagoginnen und Betreuerinnen um mehr als 30 Kinder. Insgesamt stehen 54 Plätze für die Jüngsten zur Verfügung. Es ist super, das ganze Team ist voll motiviert, die Gemeinde unterstützt uns super und die Eltern sind alle sehr zufrieden mit uns und es macht einfach nur Spaß, dass wir endlich da sind und die Kinder endlich da sind. Wir haben alle gesagt, man geht rein und es ist wie wenn man heimkommt und es fühlen sich alle wohl und man merkt aber die Kinder, dass sie ganz schnell eingewöhnt sind und ja, es ist einfach wunderschön. Die Villa Wirbelwind ist eine neue Einrichtung zur liebevollen Betreuung von Mädchen und Buben und ein attraktives Angebot für berufstätige Elternteile. Der bevorstehende Winter und die Probleme bei den Gaslieferungen rücken die Wärmeversorgung wieder in den Mittelpunkt.
Im Bereich der Fernwärme investieren die Stadtwerke Mürzzuschlag in einen zweiten Heizkessel in der Öko-Energiezentrale, um die Abhängigkeit vom Gas zu reduzieren. Die Stadtgemeinde ist 100% Eigentümer der Stadtwerke Mürzzuschlag, die in vielen Bereichen wirklich für Sicherheit sorgen, Arbeitsplätze, aber vor allem auch können wir mitgestalten, in welche Richtung sich das Unternehmen entwickelt. Und bereits vor 40 Jahren wurde in Mürzzuschlag ein Fernwärmenetz etabliert, eines der ersten in Stadtgrößen unserer Gestalt. Und vor 10 Jahren, etwas mehr als 10 Jahren, wurde die Öko-Energiezentrale errichtet. Damals hat man schon begonnen, nachhaltige Energieträger einzusetzen. Nun konnte der zweite Kessel eingebaut werden. Es ist damals groß genug schon konzipiert worden. Und nun können wir, in Kürze geht's los, zu 80% nachhaltige Rohstoffe, Hackgut hier einsetzen, um die Fernwärme entsprechend zu speisen. Das Stadtzentrum, überall wo dicht gebaute Gebiete sind, dort gibt es überall diese Leitungen, werden verlässlich und sicher versorgt. Dort und da, wo es möglich ist, wird laufend geprüft, einen Ausbau vorzunehmen. Und wir sind sehr froh und können wirklich sichere Wärme über den ganzen Winter anbieten. Die sichere Versorgung mit Strom und Wärme zählt zu den wichtigsten Aufgaben der Stadtwerke, wobei die Erzeugung von erneuerbarer Energie immer mehr an Bedeutung gewinnt. Seit vielen Jahren setzen die Stadtwerke Mürzzuschlag auf den Ausbau der erneuerbaren Energie- und Wärmeerzeugung im Besonderen. Deswegen wurde auch hier bereits 2010 am Standort hinter dem Roten Kreuz die sogenannte Öko-Energiezentrale errichtet. Diese stellt gemeinsam mit dem Heizwerk in der Wienerstraße und der neuen Solardämieanlage auf der Meierhofer Wiese bereits über die Hälfte der Wärme bereit, also regionale und nachhaltige Wärme aus der Region für unsere Kunden. Der Standort des Heizwerkes hier ist insofern optimal, weil am Rande des Industriegebietes die Zufahrtsmöglichkeiten bereits vorhanden waren. Die Hackschnitzel werden fertig mit LKWs angeliefert. Sie werden auch nicht hier vor Ort gehackt. Daraus ergibt sich, dass keine Lärmbelästigung für die Anrainer entsteht. Und zusätzlich befinden sich die größten Wärmekunden hier in unmittelbarer Umgebung des Heizwerks. Vorausschauende Planung ist ein zentrales Merkmal der Firmenphilosophie. Noch im Vorfeld der Errichtung der Bioenergiezentrale wurde bereits die Möglichkeit einer Erweiterung um einen zweiten Kessel mit berücksichtigt. Bereits vor über 2 Jahren haben wir uns dazu entschieden, also sehr lange Zeit bevor der Ukraine-Krieg begonnen hat, die Abhängigkeit von Energieimporten weiter zu reduzieren. Dazu wurde das Projekt des zweiten Hackschnitzelkessels hier in der Öko-Energiezentrale entwickelt und entsprechend vorbereitet. Das Ziel ist damit jetzt in der nächsten Heizsaison die Reduktion des Gasanteils auf noch einmal die Hälfte zu schaffen. Und das bedeutet mehr Versorgungssicherheit und den Ausbau der Unabhängigkeit vom Ausland für uns und unsere Kunden. Diese Anlage läuft vollautomatisch bis auf die Beladung der Förderanlagen mit Hackschnitzel, die noch manuell durchgeführt werden muss, ist alles computergesteuert. Bei der Verbrennung der Hackschnitzel im Kessel wird großes Augenmerk darauf gelegt, dass der Verbrennungsvorgang möglichst optimal abläuft, sodass von diesem Punkt aus schon möglichst wenig Schadstoffe produziert werden. Zusätzlich wird über eine zweistufige Filteranlage das Rauchgas noch einmal gereinigt und über eine Rauchgaskondensationsanlage geführt. Diese Kondensationsanlage ermöglicht eine Rückgewinnung der noch im Abgas enthaltenen Wärme und auch diese Wärme wird ins Fernwärmenetz eingespeist. Durch diese Maßnahmen ist sichergestellt, dass die Belastungen für die Anrainer auf das geringstmögliche Maß reduziert sind. Neben diesen geringen Belastungen zählt die Verwertung von Biomasse aus der Region zu den weiteren Pluspunkten der Heizanlage. Der Philosophie der Stadtwerke entsprechend, möglichst große regionale Wertschöpfung, wird dieses Heizwerk bereits seit der Inbetriebnahme von einer regionalen Liefergemeinschaft beliefert und auch die Erweiterung und die dadurch mehr benötigte Menge an Biomasse soll über diese regionale Gemeinschaft beschafft werden. Eine Win-Win-Situation also für die Erzeuger und Empfänger der Fernwärme.
Wir erweitern unsere Produktionsmannschaft. Wir, die Voestalpine Böhler Aerospace mit Sitz in Kapfenberg, produzieren hochbeanspruchbare Gesenkschmiedeteile und sind führender Zulieferer der internationalen Luftfahrtindustrie. Wir stellen ProduktionsmitarbeiterInnen mit und ohne Vorkenntnisse ein. Es erwartet dich ein spannendes Arbeitsumfeld, tolle KollegInnen und eine sehr attraktive Entlohnung. Bewirb dich jetzt und komme in unser Schmiedeteam nach Kapfenberg. www.voestalpine.com/bola-aerospace. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Erleben Sie unser neues Küchen- und Möbelstudio im Miele Center Stadtwerke Mürzzuschlag, Mariazeller Straße 45C. www.stwmz.at. Auch die nächste Sitzung des Mürzer Gemeinderats am Dienstag, dem 27. September, wird live übertragen. Alle Interessierten können die Gemeinderatssitzung ab 17 Uhr im großen Stadtsaal von Mürzzuschlag live mitverfolgen. Und zwar im Stadtkamerakanal des Kabelnetzes der Stadtwerke, auf der Homepage www.muerzzuschlag.at, über die YouTube-Kanäle der Stadtgemeinde und TV Mürz, sowie auf Facebook unter Stadtgemeinde, Twin Media und TV Mürz. Also schauen Sie zu bei der Live-Übertragung der Gemeinderatssitzung am Dienstag, dem 27. September ab 17 Uhr. Diese Blume, so sagen alle. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Zur Halbzeit der laufenden Gemeinderatsperiode wurde kürzlich die Regionalkonferenz der Sozialdemokratischen Partei Bruckmürzzuschlag abgehalten. Das Hauptreferat hielt der stellvertretende Obmann des SPÖ-Nationalratclubs Jörg Leichtfried. Wir brauchen ein anderes Österreich. Wir brauchen ein Österreich, das wieder solidarisch ist, fair ist, das nicht so gierig und unsozial ist, wie das jetzt ist. Und dazu braucht es eine neue Regierung. Und wir sind bereit, wann immer eine Wahl ist, anzutreten. Wir möchten Erster werden und wir möchten dafür sorgen, dass es die erste sozialdemokratische Bundeskanzlerin in Österreich gibt, was gut fürs Land wäre und gut für die Menschen in Österreich. Und die angesprochene Pamela Rendi-Wagner richtete eine Videobotschaft an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der SPÖ-Regionalkonferenz. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, wir sind die einzige Partei, die sich glaubwürdig für die Menschen einsetzt. Und das haben wir gerade jetzt bei der Teuerung einmal mehr bewiesen. Lieber Jörg, liebe Genossinnen und Genossen, danke dafür und für all das, was ihr alle tagtäglich für die SPÖ, für unsere starke Bewegung und für die Menschen in Österreich tut. Auch auf Landesebene gibt es Themen, die von der SPÖ in den Vordergrund gerückt werden. Ja, es sind sehr viele Themen. Wir haben gestern erst einen sehr intensiven Landtag, eine Landtagssondersitzung gehabt, wo wir uns intensiv mit der Frage auseinandergesetzt haben, braucht es ein Massenquartier für Asylwerberinnen und Asylwerber in Kindberg? Wir als steirische Sozialdemokratie sagen klar Nein zu diesem Quartier. Wir haben über die elementare Bildung, über die Kinderbildung und Betreuung gesprochen, wo es ja jetzt auch, das war eine große Forderung der SPÖ, auch ein neues Maßnahmenpaket gibt, das wir gemeinsam mit dem neuen Landesrat Werner Amon konzipiert haben. Und auch das Thema der Gesundheitsversorgung war ein Thema, wo ja auch unsere Region stark von diesen Umstrukturierungen im gesundheitlichen Bereich betroffen ist. Wichtige Themenbereiche wurden bei dieser Konferenz auch von der neu gewählten Frauenvorsitzenden angesprochen. Im Speziellen wurde angesprochen, was uns jetzt alle trifft, das ist die Teuerungswelle. Und ganz auch im Speziellen, wie wir gestern in den Nachrichten gehört haben, es ist ja ganz schlimm, was Kinderbetreuungssektor betrifft, dass sogar Gruppen zugesperrt werden müssen, weil einfach kein Personal vorhanden ist. Und auch, was vielleicht auch eine Folge der Pandemie war, Gewalt an Frauen. Und das sind die zwei großen Themen, wo ich mich ganz verstärkt hineinhauen werde, auf gut steirisch. Voller Einsatz für die Menschen in unserem Land ist das Credo der Sozialdemokraten. Bei der Neuwahl des Vorstandes der SPÖ-Bezirksorganisation gab es eine überwältigende Zustimmung für die Funktionärinnen und Funktionäre.
In geheimer Wahl erhielt Jörg Leichtfried 97,2% der Delegiertenstimmen. Damit wurde er mit einem großen Vertrauensvotum in seiner Funktion bestätigt. Ich bin unglaublich dankbar und es ist wirklich eine riesige Ehre, für die Bezirksorganisation Bruck mit Zuschlag der SPÖ zu kandidieren und dann noch so ein gutes Ergebnis zu bekommen. Das ist einfach fantastisch. Veranstaltungsort der Konferenz war der große Stadtsaal in Mürzzuschlag. Ja, ich freue mich sehr, dass die Regionalkonferenz der SPÖ Bruck-Mürzzuschlag heute in unserer Stadtgemeinde stattfindet. Der Saal ist wirklich wunderbar geeignet, er ist voll, die Stimmung ist gut. Die SPÖ fühlt sich stark für die künftigen Herausforderungen. Es sind wichtige Themen besprochen worden. Wir haben Pläne geschmiedet und hoffen, dass wir möglichst rasch zur Umsetzung kommen. Eine starke SPÖ auf Bundes-, Landes- und Bezirksebene wird gebraucht für die Bewältigung der Herausforderungen in Gegenwart und Zukunft. Ja, zurück im Studio. Wir haben gerade über den Erlebniswanderweg zum Thema Klimawandel gesprochen. Aber das ist ja nicht der einzige Themenweg, den es im Naturpark gibt, sondern da gibt es ja eigentlich noch ganz viele andere auch, oder? Ja. Der Paradewanderweg für Familien ist die Rosslochklamm. Der war ja auch 2014 der beliebteste Themenweg Österreichs. Der ist noch heute, wie damals, extrem beliebt bei den Menschen. Wird auch natürlich speziell im Frühjahr gern begangen, wenn die Schneeschmelze ist, dann rauscht es wirklich durch die Rosslochklamm durch. Es gibt den Tirol-Rundwanderweg, der hat mit dem Bundesland nur am Rande zu tun. Das ist eigentlich nur der Grund deswegen, weil Tiroler Holzknechte dort geschlägert haben im 19. Jahrhundert, darum heißt der Tirol-Rundwanderweg. Ja. Es gibt beide Schreibweisen, mit Y und mit I. Okay. Aber wie gesagt, der ist auch sehr beliebt. Da findet auch immer wieder der steirische Zauberwald zum Beispiel statt. Also es gibt mehrere Themenwege, mehrere gemütliche Wege. Man muss also, wie gesagt, nicht auf die Feitsch, auf Rax oder Schnee wandern, sondern man kann auch ganz genüsslich dahin spazieren. Der Driftwanderweg mit dem Tundelkino zum Beispiel direkt entlang der Mürz. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Der Zauberwald, das ist ja sowas, ich glaube, das ist ja ein ganz großes Aushängeschild. Heuer hat er endlich wieder stattgefunden und die Besucherströme, kann man sagen, haben es gezeigt, wie sehr das er vermisst wurde, oder? Absolut. Also wir hatten ihn ja schon voriges Jahr in Mürzsteg. Da hatten wir einen Besucherrekord. Und auch heuer war es also so, dass wir, ich sage mal, an die Grenzen der Belastbarkeit gekommen sind. Wir waren selbst also wirklich überrascht. Und es hat mir persönlich leid getan, dass die Leute oft wirklich stundenlang warten mussten. Aber die dann durchgegangen sind, waren schwer begeistert. Das ist ja alles ehrenamtlich. Das sind ja alles Laienschauspieler. Da sind keine Profis unterwegs. Es sind sehr viele Kinder, Familien, die da gemeinsam spielen. Also es waren wieder alle begeistert. Und ja, wir hoffen, dass nächstes Jahr wieder so gut läuft und wir werden nächstes Jahr dann ein Voranmeldesystem online installieren, dass eben diese Wartezeiten, wie sie heuer waren, nicht mehr vorkommen. Ja, man hat es gehört, aber man hat kaum Kritik gehört, weil jeder dann eigentlich entschädigt wurde. Genau, durch den. Genau. Aber das war jetzt nicht der einzige Zustrom, den ihr gehabt habt in der letzten Zeit, kann man sagen, pandemiebedingt. Sind viele Menschen in die Natur? Wir sind das nächste Naherholungsgebiet, kann man sagen, zur Bundeshauptstadt. Ja, einige wissen nicht, in und mit der Natur umzugehen und das hat natürlich zu Massen in der Natur geführt, zu Konflikten, teilweise auch mit den Grundeigentümern. Besucherlenkungen wurden gefordert. Wie habt ihr da jetzt reagiert, beziehungsweise was wurde schon umgesetzt? Ja. Na, die Pandemie war natürlich eine Ausnahmesituation. Man muss ehrlicherweise sagen, es hat sich etwas beruhigt. Es ist also nicht mehr so wie eben vor eineinhalb, zwei Jahren, wo ja wirklich wahre Massenstürme waren am Semmering, im Mürzer Oberland, Hohe Wand, also überall rund um Wien, wie Sie völlig richtig sagen, sind ja wirklich zu Tausenden die Leute gekommen. Wir haben aber darauf reagiert. Wir haben gemeinsam mit unserer Leadership Stelle, Marie Zeller und Mürzel, ein Projekt ausgearbeitet zur Besucherlenkung. Mit dem arbeiten wir jetzt ein knappes Jahr. Da geht es eben darum, dass wir wirklich im Vorfeld schon den Leuten mitteilen, wo ist viel los, sucht sich vielleicht ein anderes Ziel, müssen alle am Sonntag nach am Vormittag aufs Breiner gescheit, gibt es da nicht zum Beispiel andere Möglichkeiten, wenn sie dann dort sind, dass sie ordentliche Informationen bekommen mit QR-Codes, mit einer eigenen App, wo man auch offline, das ist ja oft das Problem im alpinen Gelände, dass man online
schlechte Verbindung, wo man auch offline die Informationen bekommt, dass eben auch zum Beispiel jetzt die Wege nicht verlassen werden. Also gewisse Verhaltensregeln, speziell auch mit Hunden, dass die angeleint sind und. Also da haben wir ein breites Spektrum und da haben wir jetzt begonnen vor einem knappen Jahr. Das wird noch ein gutes Jahr, bis Ende 2023 wird das laufen und wir hoffen, dass wir da zumindest die Probleme minimieren können. Ganz auf der Welt werden wir es, muss man sein, nicht schaffen. Das denke ich auch, weil man solche Dinge müsste man eigentlich wissen, Wege nicht verlassen. Gerade jetzt ist Herbst, es ist Hirschsprunft, ich glaube, wir sind gerade mittendrin, stört man wieder das Wild, müsste ihm der Mensch eigentlich wissen. Die Parkplatzsituation ist also ein Thema am Breinerscheid, gerade jetzt, Herbst, eben sehr, sehr große Wanderzeit. Habt ihr da irgendwann mal angedacht, eine bessere Parkplatzsituation zu schaffen, dass jetzt nicht alles entlang der Straße steht? Naja, also grundsätzlich muss man sagen, es gibt nur, in der Natur gibt es einfach nur gewisse Kapazitäten. Ich sage aber auch immer, wenn ich jetzt in Wien oder in Graz in eine Tiefgarage will und die ist voll, komme ich auch nicht rein. Ja, ich kann ja nicht durch den Schranken durchfahren und sagen, ich will jetzt rein. Ja. Das heißt, es gibt gewisse Kapazitäten, die sind da. Es wird aber am Breiner gescheit eine Parkraumbewirtschaftung geben. Wir wollten das dieses Jahr schon machen. Das ist aber nicht so leicht, dass es über zwei Bundesländer geht. Das muss behördlich genehmigt werden. Das dauert halt alles seine bürokratischen Schritte. Aber es wird eine Parkraumbewirtschaftung geben. Es hat auch schon für den Bus, gibt es auf der niederösterreichischen Seite eine eigene Umkehrspur, weil da gab es ja dann das Problem, dass der Bus nicht einmal mehr umkehren konnte. Also wir werden es nicht verhindern können, dass dort oder da der eine oder andere sich wohin stellt, wo er eigentlich nicht hingehört. Aber im Großen und Ganzen versuchen wir auch hier gewisse das in Bahnen zu lenken. Vom Berg zurück wieder ins Tal. Ist ja so, dass neben den schon genannten Aktivitäten, die da möglich sind, gibt es auch viele Veranstaltungen und Workshops, wo man mitmachen kann. Und man sieht es auf der Website, also gerade im Herbst hat es da auch ein relativ dichtes Programm. Ja, also Sie haben es ja vorher genannt, wir haben 10 Naturvermittlerinnen. Die machen das von der Waldpädagogin bis zur Wanderführerin, also ganz ein breites Spektrum. Da haben wir einen eindeutigen Damenüberschuss, weil wir haben nur einen Naturvermittler und 9 Vermittlerinnen. Ja. Und die haben aber natürlich ein ganz ein tolles Programm übers Jahr. Und gerade jetzt im Herbst mit der ganzen Wildtiergeschichte, aber natürlich jetzt auch mit dem stabilen Wetter, werden noch einige Programme durchgeführt. Wir haben ein eigenes Heft dafür, was jedes Jahr neu aufgelegt wird. Wir koordinieren das auch mit den Bundesforsten, die Großteils der Grundstücksbesitzer sind bei uns. Also da haben wir eigentlich ein ganz gutes Angebot. Das wird von den Schulen sehr gut angenommen, von den Betrieben und erfreulicherweise immer mehr auch von Auswärtigen, die sehen, hoppala, da kann ich zum Beispiel jetzt am Nachmittag irgendeine Waldwanderung machen und lerne auch was dabei. Also es sollte eigentlich für jeden was dabei sein und wie gesagt, das so ist Naturjuwel direkt vor der Haustür, ja, das sollte man auch nützen. Vielleicht haben wir Sie ja neugierig gemacht, was es alles gibt im Naturpark Mürzer-Oberland. Andrea Steininger freut sich sicher, wenn Sie zu Besuch kommen. Ich sage danke fürs Gespräch. Sehr gerne. Und danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.